Vor allem ist in dieser Mine, oder die Mine ist perfekt in einer riesigen Höhlenkonstruktion gespawnt mit zwei Schluchten, allem drum und dran. Es ist einfach krank. Da, der nächste Cave-Spawner. Nummer 5, hallo. Neuer Rekord, Leute. Das hatten wir noch nie im Projekt. So, dann schwemmen wir hier mal alle Dinger kurz weg. Kann ich hier auch gleich mitnehmen. Oh, wir haben ganz vergessen, den Spawner auszuleuchten. So, geh mal weg. So, hopp. Warte kurz, ich habe noch eine Cave-Spider gehört. Ne, das ist einfach nur eine Spider. Okay, keine Cave-Spider. Ich wollte gerade sagen, Alter, als ob hier jetzt noch ein Cave-Spider-Spawner wäre. Also, das wäre echt ein bisschen übertrieben. Nur allein, wie viele Cave-Spider-Spawner wir jetzt schon gefunden haben, das ist einfach... Wie kann sowas sein, Alter? Hier ist noch irgendwo eine Spinne. Ich muss hier mal kurz zurücklaufen, Leute, damit ich mir einmal den Cave-Spider-Spawner screenshotten kann, beziehungsweise die Koordinaten, damit wir wirklich alle ordentlich aufgelistet haben, wisst ihr? Ne, hier ist noch eine Spider, eine ganz normale. Und hier geht die... Geht der Minenschacht weiter. Cave-Spider-Spawner Nummer 6. Ich fasse es nicht. Das ist, also, sorry, aber... Wie kann das sein? Cave-Spider-Spawner Nummer 6. Das ist... Ich komme gerade damit noch nicht so richtig klar. Einfach 6 Cave-Spider-Spawner. Wofür alles ist gut, Mann. Einfach 6 Cave-Spider-Spawner in einem Minenschacht. 6 Stück. Ich laufe hier seit ungelogen 20 Minuten in der Gegend rum, nur in diesem Minenschacht und finde immer wieder neue Abteile, die ich noch nicht gelootet habe. Das kann es sein, dass es einfach vielleicht 3 oder 4 Minenschächte sind, die in einem gespawnt sind. Weil ich habe noch nie in einer natürlichen Welt-Generation gesehen, dass es so große Minenschächte gibt. Also wirklich jetzt, holy shit. Oh, hallo, 3 Creeper. 2 Creeper, nicht 3, 2. Nein, sie explodieren. Okay, ciao. So, jetzt langsam muss doch hier Schluss sein mit den ständig neuen Abteilen des Minenschachts. Und dann komm her. Ne, da oben. Ich sehe schon oben rechts ist schon wieder was. Alter, yo, was? Es hat geruckelt. Es hat geleckt und ich habe so wenig Herz. Und Hilfe. Es leckt immer noch und ich werde beschossen. Ah, warum leckt es hier eigentlich? Das macht echt gar keinen Sinn. Ja, hier, ich dachte gerade so, ja, es hört jetzt gerade relativ auf. Ich finde eh keine neuen Abteile, bam. Naja, Abteil. Ich wollte doch in der Folge eigentlich ganz entspannt einfach nur weiterbauen und hier nicht den Minenschacht looten, der größer ist als alles, was ich jemals gesehen habe, Junge. Hier, guck mal, hier geht es einfach schon wieder weiter. Hier geht es, nee, das ist einfach abnormal. Einfach wirklich abnormal, anders kannst du das hier nicht nennen. Jo, alles klar. Okay, wir haben die Creeper erledigt. Wenn wir Glück haben, ist es halt einfach so, dass wenn wir den Raum ausheben, der dann zu unserer Untergrundbasis führt, der vielleicht irgendwo exakt so streift, dass ein Spawner so ist, dass wir den vielleicht mit ins Raumdesign einbauen können. Was natürlich echt heftig wäre. So, stell euch mal vor, ihr lauft irgendwo hin und dann ist einfach ein Spawner, der einfach mit in den ins Raumdesign eingebaut ist. So übertrieben heftig einfach. So, aber ich bin der Meinung, jetzt langsam sollten wir die Schluchtabteile alle fertig... Die Schluchtabteile, die Minenschachtabteile alle fertig gelootet haben. Ich bin der Meinung, hier ist nicht mehr viel. Bin mir aber absolut nicht sicher. Vielleicht habe ich auch irgendwo noch irgendwas übersehen, was halt noch nicht gelootet ist. So. Ah, ja. Okay. Hier geht's weiter. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Hier war ich definitiv noch nicht. Hier ist noch eine Dings, aber auch nicht mehr drin als Brot. So, hier ist weiterführende Höhle, aber die Schlucht ist... Ja, okay, die Schlucht geht hier weiter. Das war's komplett. Ja, hier geht die Schlucht wieder weiter. Wisst ihr, ich denke so, die Schlucht ist vorbei. Und dann geht die immer wieder weiter und weiter. Und neue Abteile, die plötzlich doch auftauchen, die ich noch nicht gesehen habe. Aber irgendwann... Müssen wir sie ja wirklich komplett gelootet haben, bin ich der Meinung. Irgendwann kann es ja keinen weiteren Abteil geben, den ich noch nicht gesehen habe, so. Ja, da unten ist wieder ein neuer Abteil. Hier war ich... Oder? Wow. Hier, okay, das mit war doch kein neuer Abteil. Das war einfach nur ein Fake-Holzblock scheinbar. So, hier war ich schon. Da unten war ich überall schon. Hier unten war ich, bin ich der Meinung, auch schon.
Oder? Ah, ich weiß es nicht. Ich gehe mal runter gucken. War ich hier? Hier? War... Ja, hier war ich auch schon. Aber da hinten ist auch dunkel. Da können wir auch nochmal hingehen. Aber hier ist auch nur eine Sackgasse. Aber ich höre hier was. Hier rechts, links, unten oder oben ist auf jeden Fall noch was. Ah, und hier habe ich auch wieder eine 2 vom Biegen. Alles klar. Oh, und hier ist ein Zombie-Bibliothekar. Ich höre hier noch was. Hier rechts ist auf jeden Fall noch was. Ja, sage ich ja, Alter. Lauscher sind mal wieder krass on. Da hoch gehe ich jetzt mal nicht. Ich will jetzt wirklich nur nochmal abchecken und ob hier noch irgendwo vielleicht ein Spawner, irgendwas Besonderes ist, weil letztendlich ist es ja wirklich eine riesige Höhlensektion, die wir hier gefunden haben. Und außerdem will ich hier auch alles ausleuchten, damit hier generell weniger spawnt und wir vielleicht später irgendwann in einer extra Mob-Farm oder sowas eine höhere Spawning-Rate haben. Geil, hier sind auch mal locker lässig erstmal 2 Schluchten ineinander gespawnt. Da scheine ich auch schon mal gewesen zu sein. Warum, lol, warum steht da eine Fackel? Hier scheine ich schon mal. Warum war ich hier schon mal? Und warum steht nur exakt eine Fackel hier, wenn ich hier schon mal war? So, kann mir jetzt noch jemand sagen, wie ich wieder nach Hause komme, bitte? Ja, eventuell. Ich habe nämlich gerade absolut den Überblick verloren, wie ich wieder nach Hause komme. Ja, ich versuche mich jetzt hier irgendwo nach oben zu begeben, weil ich keine Fackeln mehr habe und es ohne Fackeln für euch auch nicht mehr ansehnlich wird. Und dann spawnt hier gerade doch ein Viech nach dem anderen und ich packe überall drin. Und wo kommen die ganzen Zombies her? Ah, hier ist ja schon der Ausgang. Mann, und einen Backblock habe ich hier auch noch. Aber hey, Ausgang. Ausgang ist ganz wichtig. Ausgang. Wo bin ich? Ah, lol. Lol. Wir sind ja exakt hier an unserem Eingangspunkt gefühlt fast. Cool. Ich würde sagen, ich bringe ganz kurz mein Stuff weg. Wir haben ganz guten Loot bekommen. Ist nicht schlecht, aber die 6 Spawner sind natürlich das Ausschlaggebende, was echt wow. Einfach nur wow ist. Anders kann man das nicht beschreiben. So, dann legen wir einmal ganz kurz wirklich alles hier erstmal rein. Wir haben auch 30 Schwarzpulver, das tue ich gleich mal woanders hin. Denn die sind ja dann später wieder wichtig, falls wir wieder neue Raketen brauchen, dass ich da wieder genügend habe. Und dann kommt das einmal hier mit rein, da zu den anderen 3 Stück. Und dann können wir uns jetzt wirklich weiter daran machen, das alles auszubauen. Hier, und guck mal, das meinte ich, kann hier einmal hochspringen und dann einfach runterfliegen. Auch später wird es funktionieren, dass wir hier ordentlich runterkommen. Das ist natürlich auch super gut so. Und nein, ich brauche noch Fackeln, die habe ich ganz vergessen. Kann ich hier, glaubt ihr, ich passe da durch, wenn ich hier einmal so mache und dann... Ah! Oh, Genie, Junge. Einfach der krasseste. Ernst? Doch, ich würde gerade sagen, ernsthaft habe ich keine Fackeln mehr, aber natürlich habe ich noch Fackeln. Ich muss auch irgendwann müssen wir auch mal uns um die ganzen Fackeln, um das ganze Fackelmanagement kümmern. Weil ich benutze ja wirklich nur Fackeln und irgendwann führt es ja auch, also wenn ich jetzt noch 1300 Fackeln weitersetze... Dann führt das natürlich irgendwann auch zu nächstes Jahr, denke ich klar. Und das wollen wir natürlich nicht. Lol, guck mal, hier kommen wir dann tatsächlich an dem Schluchtabteil raus, beziehungsweise in einer Höhle der Schlucht, wo wir schon gelootet haben vorhin. Und fuck. Nein, Leute, ich bin orientierungslos hier. Hier war der Eingang. Und hier kommen wir an der Mine raus. Aber hier ist nirgends so ein Spawner in der Nähe, bin ich der Meinung. Nee, hier ist nirgends so ein Spawner in der Nähe. Schade, Alter. Das wäre echt cool, würden wir hier einen Spawner irgendwie in der Nähe des Weges haben. Einfach nur zum Style, wisst ihr? Einfach nur zum Flexen dann. Und hier ist ein nächster Abteil. Aber hier ist auch kein Spawner in der Nähe. Also, falls wir mal irgendwie Cobwebs brauchen, beziehungsweise Spinnennetze, wissen wir auch, wo wir hingehen können, um die zu farmen, weil wir haben ja jetzt wirklich hier direkt an der Base einen Minenschacht. Und wir sind übrigens jetzt gleich auch auf Höhe 0. Also nicht mehr lange und dann sind wir auf Höhe 0. Wir sind jetzt auf Höhe 27. Und sobald wir... Ja, wir sollten eigentlich gleich da sein. Und so ein langer Weg ist es dann wirklich gar nicht. Also, wenn man sich überlegt, was wir für einen langen Weg gehabt hätten, hätten wir 3 oder 2 Blöcke genommen, die zwischendrin immer noch mit rumhängen. Dann wäre das wirklich katastrophal geworden, Alter. Oh, Lava. Hallo, liebe Lava. Okay, dass wir hier rauskommen, hätte ich jetzt nicht gere damit gerechnet. Wir kommen an einem Lavasee raus. Welche Höhe sind wir? Höhe 12 jetzt? Heißt, wir sind sogar auf der Höhe. Mit Glück finden wir vielleicht gleich ein paar Dias, Alter. So genau, und irgendwo... Na, noch nicht, noch nicht. Wir müssen wirklich noch ein paar Blöcke runter. Aber irgendwo hier wäre dann der Abteil, wo wir sagen würden, wir würden hier zur Seite gehen. Beziehungsweise wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher. Und dann ab hier den großen Raum ausheben, von dem ich schon die ganze Zeit rede. Der dann, wie gesagt, einen Blockdurchmesser von 80 Blöcken haben wird. Also es wird auf jeden Fall echt... Richtig, richtig groß. Und dann schauen wir da mal so. Ich bin natürlich wieder mal sehr schlau und habe vergessen, eine Werkbank oder überhaupt Holz mitzunehmen. Heißt, wir müssen jetzt einmal wieder komplett nach oben binden und ich baue das jetzt hier gleich auch schon mal ein Stückchen höher. Wir müssen einmal komplett nach oben gehen, einmal Half-Steps craften und die hier dann komplett setzen. So, und ab hier kommen, da vorne kommen wir, glaube ich, noch nicht mit Raketen durch. Das können wir noch einmal besser bauen.
Aber so ein langer Weg ist es dann, glaube ich, wirklich nicht. Wenn man überlegt, wir haben ja später dann noch Safe Schnelligkeit 2 Beacons und alles. Und dann kommst du hier easy locker durchgelaufen. Also das sieht, ja, das ist wirklich nicht so lang wie erwartet. Ich bin wirklich froh, dass wir doch gesagt haben, dass wir das hier so auf einen Block reduzieren. Ich denke mal, hätten wir das mit zwei Blöcken gemacht, dann wäre der Weg ja im Prinzip doppelt so lang gewesen. Oder nee, der Weg wäre ein Drittel so lang gewesen wie jetzt. Und dann wäre das doch schon echt ganz schön viel gewesen. Aber so gefällt mir das doch wirklich gut. Wenn ich überlege, dass ich später hier runterfliegen kann mit meiner Elytra in einem riesigen Raum und alles und dann da unten ankommen. Und das wird ja dann auch ultra fett. Also das ist echt, ja, das wird sehr, sehr interessant, Alter. Sehr, sehr interessant. Jo, Freunde, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge um 17 Uhr in aller Frische. Bis dann und ciao, meine Freunde.